Also die Hammerbügel in dem Spiel, die sind so abgefahren krank. Und wieso rutsche ich denn da hinten wieder immer ab? Jetzt mal nicht und dieses Mal bin ich auch durch. Ja. Wir sind auch gleich beim Ziel. Komm, schieß nochmal. Schieß halt nicht. Hinten ist mir schon das Ziel. Ja! Meine Güte, es geht leicht. Es geht unglaublich schnell. Wieso? Für zwei Welten habe ich eine Stunde gebraucht. Ja, ne, nicht eine Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und jetzt sind wir hier, glaube ich, bei 11 Minuten oder so. WTF? Aber ja, Lucky Do Level. Und ja, jetzt kommt wieder etwas Krankes, was wir schon kennen. Und zwar müssen wir den Pilz hier mitnehmen. Und dann hier hochspringen und verkacken. Moment, habe ich einen Safe State gesetzt? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich habe jetzt vergessen, Safe State zu setzen. Ne? Oh, aber der ist bitter. Aber ja, so Flui-like, ne? So, Pilz mitnehmen und dann muss man da oben hochspringen, weil das war wieder so wie in einem Level, was wir schon mal hatten. Dann bekommt man hier einen kleinen Bonusraum. Da nehme ich jetzt einfach mal die Münzen mit. Ja. Münzen mitnehmen, ne? Muss man nicht, ist nicht Pflicht. Da ist eine Feuerblume. Wie komme ich denn an die? Moment. Geil! Ich habe eine Feuerblume! Ich werde die wahrscheinlich gleich wieder verlieren, weil da jetzt gleich ein Lakito kommt. Aber ich hatte hier noch nie ein Lakito. Noch nie eine Feuerblume. Ich wusste gar nicht, dass da eine ist. Habe ich jetzt gar nicht gefunden. Ja, da sind nämlich auch Feuersticks und ja. Das ist übrigens nicht der einzigste Lucky Duck, da kommt noch gefühlt 1 Milliarde. Ich werde das auch speichern. Oh, nein! Oh, ich dachte, ich komme da rüber. Jetzt fängt die Failerei wieder an. Ja, ich dachte, wow, wow. Oh, ganz ehrlich, Feuersticks. Das ist so badass. Ja, genau. Kommt auch noch hier. Paracooper? Du krankes Kind! Du kranker Bastard! Ja, warum? Ich muss da wegspringen, weil ansonsten klappt es nicht. Ich bin durch die beiden durchgesprungen. Ich bin durch. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Kriegt das auch hin, ohne dass ich jetzt hier ein Safe Set setzen muss. Okay, wenn der dann da ist, ja, sorry, ihr seht meine Maus, aber mein Emulator hat sich jetzt gerade aufgehangen und schön, dass ich jetzt alles mal öffnen möchte, so dass ich es dann nicht mehr schaffen kann, den Bastard zu erledigen. Super, super Frap, dankeschön. Und dankeschön, Emulator. Warum? Hätte ich das etwa jetzt so getan, dass ich da nicht mehr durchkomme, oder was? Hopp, hopp. Ich will ja jetzt kein Safe-Set setzen. Ich glaube, ich setze doch ein Safe-Set, weil es ist mir doch dezent etwas zu nervig. Oh Mann! Ich krieg das Timing nicht hin! Ich krieg dieses Timing nicht hin. Ich muss in dem Spiel so viel getimt werden. Stellt euch dieses Spiel allein mal ohne Save States vor. Wie krank muss das sein? Ich meine, beim SNES gab oder beim NES damals gab's. Ist klar, super. Ein Moment. Weiter geht's. Juhu. Okay. Langsam geht mein Ehrgeiz dem Ende entgegen und meine Motivation. Das hier doch ohne Safe State zu spielen! Weil das wird mir langsam zu bunt. Pass auf. Einmal mache ich es noch. Einmal, wenn ich es dann nicht hinkriege, weißt du was, dann ist es mir wurscht. Okay. Ich hab's doch geschafft, Mann! Was war daran so schwer? Was war daran so schwer, Mann?
Und ich weiß, dass wieder meine Maus im Weg war, aber ich kann nichts dafür, wenn die ganze Zeit der Emulator abstürzt und dann Fripp sich denkt, oh komm, ich switch einfach mal aus dem Emulator raus. So, jetzt kommt ein Level, das finde ich eigentlich einfach. Trampoline und Wind. Man muss halt einfach nur getimt da auf die Trampoline springen oder zumindest auf die Plattform. Am Ende gibt es eine hässliche Stelle, das muss ich zugeben, aber ansonsten ist das Level, wie ich finde, eigentlich machbar. Und das ist mir noch nie passiert. Zumindest in dem Level. Dass ich da keinen Schwung kriege. So schwer ist das Level nicht. Ich habe das Spiel auch nur mit einmal State Reload hinbekommen. Aber ich bin jetzt schon schlechter als in meinem privaten Versuch. So verrückt kann Videospiele sein. Hier kriegst du 5 Level unglaublich schnell hin. Bei dem Level, wo du nicht gehangen bist, da verkackst du. Schön. Macht natürlich Sinn. So. Ja, es wird schon ein bisschen kranker, wie ihr seht. Aber man muss einfach nur fliegen. Fängt das, glaube ich, auch mit den Feuersticks an. Hier werde ich jetzt auch mal ein Safe-Set setzen. Nur um nochmal sicher zu gehen. Weil genau das nämlich langsam abgeht. Ja, genau. Als würde der genau getimed rauskommen. Ich kann ja die Piranha nicht spawnen lassen. Weil die muss ja im Bild drinne sein. Warum? Da die Piranha muss im Bild drinne sein, bevor sie überhaupt spawnen. Pass auf, 3, 2, 1, jetzt. Genau. Jetzt kommt, glaube ich, gleich auch noch die Feuersticks hinzu. Da wird sie nämlich auch ein bisschen krank. Nein! Oh, ich hätte... Ich wollte zu viel. Ich wollte gerade zu viel. Pass auf, 3, 2, 1. Warum? Oh, genau in dem Moment. Aha. 3, 2, 1. Genau. Ah, da wollte ich gerade auch wirklich zu viel. Da muss ich sagen, da gebe ich zu. Da hätte ich einfach ruhiger spielen müssen. Einfach ruhiger. Oh, ich hätte einfach mal... Was? 3, 2, 1. Genau. Jetzt habe ich das Timing langsam raus. Aber ich möchte das Level auch gerne mal schneller schaffen. Das Level doch gerne jetzt mal schaffen. Das ist mir jetzt auch zu riskant, weil die Feuersticks sind halt schon ziemlich krank. Wie ihr seht. Warum? Schafft man's? So natürlich nicht. Wir wissen, ob man da mit dem Langsprung durchkommt, ja. Nein! Alter, das ist so böse. Das ist mir auch schon passiert. Das ist der einzige Tod, den ich hatte in meinem privaten Lauf. Der Wind hört da einfach so plötzlich auf und du denkst so, what? Warum? Warum? Ich möchte bitte durch. Das ist doch nicht so schwer. Was? Genau in dem Moment. Immer genau in dem Moment. Ich will das da schaffen. Ich will es schaffen. Mann, ich bin doch nur einmal in diesem Level gestorben. Privaten Trial. Das gibt's doch gar nicht. Wieso? Wieso hört der Wind genau dann auf, wenn ich glaube, okay, jetzt kann ich mich vom Wind tragen lassen. Der Wind ist so tückisch. Bastard. Mann, Dreck! Völlig unnötige Zeit gelassen, ey. Boah, ficken. Sorry, aber... Völlig unnötige Zeit gelassen. So.
Jetzt fängt nämlich das Höllenkasse an, wieder so ein schönes Feuerstick-Level. Das gefühlt Nintendo alle 3 Tage bringt. Ja, sorry. Mann, ich muss da nämlich, da muss man nämlich von Plattform zu Plattform bringen. Also von Rolltreppe zu Rolltreppe. Und das ist aber auch ziemlich... Alter, ich bin hier im privaten Versuch auch gefühlt 10.000 Mal gestorben. Und jetzt komme ich hier im First Try durch. Das ist doch nicht wahr. Also wenn ich das auch noch im First Try schaffe, dann... ja, okay. Hat sich schon erledigt. Hier bin ich bei den Koopas auch 10.000 Mal gestorben, bis es mir irgendwann zu bunt wurde und ich den Safe State gesetzt hatte. Vielleicht kriege ich es jetzt hin. I say nothing. Tipp, geht nicht da unten durch. Ist nicht wahr. Das ist ein privaten Versuch. Verkackst du 10 Milliarden Mal? Nimmst du auf? Oder spielst du sozusagen einen zweiten Versuch? Was passiert? Du kommst hier im First Try überall durch. Ist klar. Was ist das für eine Logik? Ja, jetzt wird's aber krank. Also wenn ich das im First Try hinkriege, dann... Ja. Das ist nämlich auch wieder so eine lange, schöne Feuerstick-Helle. Nicht da. Feuersticks, FTB und ja, ich bin krank. Ich würde gerne hier nochmal ein Safe State setzen. Und zwar werdet ihr gleich sehen, warum ich hier ein Safe State setze. Bitte, was ist das? Was ist das? Feuersticks, 1000 Hammon, Bowser. Just kidding. Boah. Oh, yeah. That's clear, bitch. Oh, meine Güte. Pff. Durch. Nur noch eine Welt fehlt, aber die machen wir in der nächsten und letzten Aufnahmesession. Ich weiß es übrigens, dass es noch Spezialwelten gibt. Die werde ich aber nicht zeigen, weil, nein. Nein, 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 nein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!